ist das für ein Code? Eine simple Caesar-Chiffre? Eine polyalphabetische Substitution? Ja. Er sagte uns in spätestens einer Stunde alles. Ich habe ihm Thiopental gespritzt. Alle Achtung, Herr Meyers. Das steht Ihnen gut. Jetzt geben Sie meiner Assistentin bitte die Lanze. Die haben wir nicht. Aber wir haben das hier. Der Schädel hat uns zu dem Fernrohr geführt. Der Professor ist unwichtig. Wir brauchen ihn nicht mehr. Ich bin kein Unmensch. Herr Professor, steigen Sie aus. Sie und ich, wir wären ein gutes Team. Warum bündeln wir unser Wissen nicht? Ich habe finanzielle Ressourcen. Die könnten Sie gut gebrauchen. Ich finde die Lanze schon allein. Seien Sie sich da nicht so sicher. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich hatte Ihnen doch angeboten, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber das wollten Sie nicht. Und jetzt müssen Sie in der Tat die Lanze alleine finden. Ich schlage vor, Sie suchen und ich motiviere. Das nach Hause brechen. Ike, bitte, Sie müssen mir helfen. Sie müssen. Netter Kerl. Sie haben 8 Stunden, sonst ist der Professor tot. Rufen Sie an. Also Rip, ich hab dir jetzt angemacht. Es ist heiß genug. Du kannst jederzeit auflegen. Hallo? Ah. Hallo, ich bin Miller Boone. Heißer als ich dachte. True Gallagher. Na, ihr kennt euch doch, oder? Ja, natürlich kenne ich Mrs. Boone. Wir haben uns mal auf einer Veranstaltung gesehen. Im Plaza Hotel. Beim Osterbrunch. Ich erinnere mich. Wo ist denn Susanna? Ah, die ist noch drin. Ich schau mal nach ihr. Heißer als ich dachte. Wie fandst du das? Warum sind Sie allein? Tja, das versuche ich schon seit Jahren mit meinem Psychiater zu ergründen. Ich habe immer geglaubt, ich bin kein Mann für eine längere Beziehung. Ich habe mich einfach immer zu schnell gelangweilt. Und dann habe ich begriffen, man langweilt sich nur, wenn man sich auf sein Gegenüber nicht einlässt. Und? Langweilen Sie sich gerade? Es kommt doch auf Sie an. Sie sind ganz schön raffiniert. Ich bin nur am Anfang so. Ich habe was rausgefunden. Über einen befreundeten Anwalt in Juarez. Der verteidigt da die dicken Fische. Er kannte den Namen La Paz. Ja, und? Was weißt du? Er ist Amerikaner. Und wenn man alle Gerüchte abzieht, bleiben auf jeden Fall 2 Fakten, die mich etwas beunruhigen. Er hält sich zurzeit hier in Albuquerque auf. Und er war früher bei der texanischen Drogenfahndung in El Paso. Dieser Name bringt mich zu meinem Sohn. Du musst mir helfen. Ich muss wissen, wer La Paz ist. Miller, wir sprechen hier vom organisierten Verbrechen. Das sind Leute, die spielen in einer ganz anderen Liga als eine engagierte Mutter und ein harmloser Anwalt für Gesundheitsrecht. Du hast doch selbst gesehen, zu was die fähig sind. Ich habe keine Angst. Aber ich habe Angst um dich. We just received a communication that Axel Torvalds was intercepted entering the continental US. Why would the number one hacker in the world risk life imprisonment? Ich kann doch Survivor nicht verpassen. Okay, what did he just say? He said he never misses an episode of Survivor. He has a Finnish passport. And Finland does not recognize these allegations as crimes. Your laws don't apply. Do you see a Finnish flag hanging on the wall, IKEA boy? Ja, leck mich doch am Arsch, du Bedarfe. What did he say? He said IKEA is Swedish. He understands English, huh? Joe, let me talk to him for a minute. You don't understand. Whatever you want to do to me, he will do worse. Who is he? I don't know his name.
You work for the guy, you don't know his name. No. Tell me something. I can only tell you what I've done for him so far. You haven't told me shit, have you? An wen erinnert sie dieser Mann? Sieht aus wie mein Vater. Falsch. Es ist ihr Vater. Vor 30 Jahren. Tut mir leid. Als Präzisionsschütze sind sie nicht geeignet. Wieso falsch? Wenn sie hinter dem Ziel einen Menschen sehen, können sie den Befehl wahrscheinlich nicht ausführen. Aber wenn ich das Ziel treffe, erschieße ich doch einen Menschen, oder? Sie treffen ihn nicht. Um zu töten, muss man alles vergessen können. Wir haben den Fingerabdruck von Felix noch mit dem Datenbestand abgeglichen. Da kam nichts bei raus. Aber das haben wir alle paar Tage wiederholt. Und jetzt gibt es eine Übereinstimmung. Der neue Abdruck wurde erst gestern gefunden. Bei einem Einbruch. Wo? Das werden Sie nicht glauben, aber in Ihrer Wohnung. That's why I took the precaution of planting an explosive device under one of these tables. I may even tell you where. What are you doing here? Al-Qaeda cell is planning an attack in Washington. I'm here to stop it. Yeah, what's the target? I don't know. Where's the cell located? Wish I knew. Doing a hell of a job for a Mossad double agent. I can, however, gain access to that information. But it comes at a price. One you may not be willing to pay. Try me. Al-Qaeda sent me here to conduct my own mission. It's a test. I pass, and I'm allowed into the Washington cell. They want me to kill you. What would you do in my position? Kill myself. Sadly, not an option. It's the one part of my religion I subscribe to. Well, clearly someone's trying to make it look as if I had something to do with it. Maybe that's because you keep telling people you're a vampire. I am a vampire. Really? Well, not in the way most commonly portrayed in dime store novels. When most people hear the word vampire, they immediately conjure up an image of some undead monstrosity running around at night trying to drink human blood. Prana is a Hindi word meaning life force. Yes, very good. Real vampires have a critical energy imbalance, so we must seek out pranic energy and absorb it. Couldn't you just have a double espresso or something? I think we're through talking. Ihr Priester, was sagen die Menschen von mir? Nicht nur der einfache Mann, vermögende Leute, einflussreiche. Was sagen die? Sie respektieren euch. Trotz meiner Freundschaft mit dem König von Ungarn? Einem Papisten? Kein Mensch, der Vermögen hat, spricht schlecht von mir. Unseres Wissens nach nicht. Ihr, was habt ihr gehört? Ich habe gehört, euch trieben ausschließlich Rachegefühle um. Und ihr glaubt das? Ich glaube an das, was ich sehe. Ein zweifelnder Priester. Wie erquickend. Dann habt ihr wohl auch Gott schon mit eigenen Augen gesehen. Gott ist mir schon begegnet. Hat er zu euch gesprochen? Verratet mir, was Gott gesagt hat. Colonel Carter. I had heard you were quite attractive. I'm Colonel Paul Emerson, commander of this ship. What do you want? Nothing you can do for me. Now, Colonel Carter, on the other hand, I call you Samantha. No. You're Lucian Alliance. The uniform. Pathetic, isn't it? Pretending to be something we're not. Anateo is my name, and believe me, I am part of no alliance of any kind.
Now, we don't know much about this ship yet, but we have found a subspace beacon that is giving away our position. I need you to shut it off. I'm not going to help you. I don't see what choice you have. You are going to do whatever it is I want you to do. You know David Palmer? I'm going to be taking some pictures of him. Do you really think that anybody's going to believe that I shot David Palmer? You better put that away. Somebody might get hurt. We swapped stones on jewelry. I don't know anything about the boy. You conspired with Mrs. Williams to kidnap her own son. Is that what you're telling me? What? Kidnap? I barely know Mrs. Williams. I may be a thief, but that's all. Who are the gunmen inside, then? Security. I hired them, but only to protect the stones.